Dein Vortragstitel gestern war, warum wir über den Islam nicht reden können. Nun haben wir das Gefühl, dass überall und permanent über den Islam gesprochen wird, ob jetzt in den Medien hier oder in der Politik, im Privaten. Wie ist denn dann der Titel zu verstehen? Ja, genau so ist es. Wir reden pausenlos über den Islam und dennoch finde ich diese provokative Aussage, warum wir über den Islam nicht reden können, in dem Zusammenhang treffend. Ich möchte da ein bisschen ausholen. Bis in die 1990er Jahre war es in Deutschland und in Österreich, wo ich lebe, so, dass die Rassisten und die Fremdenfeinde gesagt haben, die Türken machen uns Österreicher, uns Deutschen Probleme, weil sie Türken sind. Seit 9/11 und auch verknüpft mit dem Aufstieg des sogenannten politischen Islam machen uns aus der Sicht dieser Rassisten die Türken, die Araber, die Nordafrikaner Probleme, weil sie Moslems sind. Also auf einmal wurde sozusagen, um es plakativ zu sagen, aus Türken Moslems. Natürlich waren sie auch davor in ihrer Mehrheit, also die Mehrheit der Türken zum Beispiel Moslems. Aber es entstand dann eine fixe falsche Verknüpfung zwischen Gesellschaften mit islamischer Bevölkerungsmehrheit oder auch Individuen und dem Islam. Und ich würde dann noch sogar einen Schritt weiter gehen. Es ist nicht nur eine Verknüpfung, sondern eine Identifizierung und so wie es die Wiener Philosophin Isolde Charim ausdrückt, eine volle Identifizierung. Das heißt, vermeintliche oder tatsächliche Moslems, ich komme auf das Vermeintliche vielleicht noch später zurück, vermeintliche oder tatsächliche Moslems sind nicht nur einfach Moslems aus unserer Sicht, sondern sie sind durch und durch Moslems, sind nichts anderes als Moslems und alles, was sie tun, wird aus diesem Blickwinkel gesehen. Und das führt dazu, dass auf der anderen Seite die Wohlmeinenden, die Antirassisten auf der liberalen und linken Seite sehr häufig diese Verknüpfung mitmachen. Und indem sie diese Verknüpfung mitmachen, diese Identifizierung mitmachen, ohne es zu merken, können sie dann über den Islam nicht reden. Das heißt, es entsteht dann der völlig falsche Eindruck, dass wenn ich eine Religion, wenn ich ein Glaubensbekenntnis ablehne, kritisiere, Angst davor habe, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ja, dass das rassistisch sei, weil der Islam mit einzelnen Individuen gleichgesetzt wird und einzelne Individuen im Islam aufgehen und praktisch dann nicht mal Subjekte existieren. Das heißt, einerseits haben wir so eine Gleichstellung von jemandem, der vielleicht aus dem Kosovo kommt, der aus Albanien kommt, der wird dann auf einmal Muslim genannt, der gehört dem Islam an. Andererseits entsteht dadurch eben auch auf der Seite der Menschen, die, wie wir uns vielleicht nennen, das ist eigentlich ganz gut, mein, ja, so ein Oberbegriff, der Islam, der islamische Mensch, vielleicht auch der Islamismus, der ganz oft mit da reinkommt. Vielleicht müssen wir aber genau den Begriff auch noch mal kurz klären. Was ist denn eigentlich von diesem omnipräsenten Islam? Was ist denn das für ein Begriff? Was ist der Islam? Das ist eine Frage, über die wir natürlich sehr lange reden könnten. Aber zunächst einmal zu diesen, du hast ja bestimmte Regionen genannt, zum Beispiel Kosovo. Und das bringt mich darauf zu sagen, und das muss man wirklich in die Öffentlichkeit bringen. Es gibt einige Studien, einige wirklich seriöse Umfragen in Deutschland zum Beispiel, wo man Menschen aus dem Iran, aus Südosteuropa, aus dem Nahen Osten, aus der Türkei gefragt hat, also Menschen, die entweder so einen sogenannten Migrationshintergrund haben, auch so ein Begriff, über den man reden sollte, oder eben direkt von dort stammen, ja, wie hältst du es denn mit dem Islam? Und da gibt es ganz spannende Zahlen. Also 50% aller Iraner sagen zum Beispiel, ich bin gar kein Moslem. Bei den Menschen aus Südosteuropa sind es 64%, die sagen, ich bin kein Moslem. Bei den Menschen aus dem Nahen Osten sind es 34%, ja, in dieser einen Umfrage, auf die ich mich beziehe. Und das Spannendere ist, dass zum Beispiel bei den Iranern, bei den restlichen 50%, die durchaus sich zum Islam bekennen, die sagen, ich bin Moslem, ein signifikanter Anteil sagt, ich bin Moslem, aber ich bin nicht gläubig oder ich bin nicht sehr gläubig. Das heißt, der Glaube spielt in meinem Leben keine so große Rolle. Und das ist etwas, was in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen und schon gar nicht diskutiert wird, dass wir eigentlich, wenn wir die Islamdebatte führen, auf der rechten oder auf der sogenannten linken oder liberalen Seite, in der Regel diese Menschen, um die es geht, überhaupt nicht im Blick haben. Ja? Also diese Subjekte gehen, wie ich schon sagte, im Islam auf und verschwinden letztlich. Also man fragt sie gar nicht. In Islamdebatten, wenn Menschen von AfD, bei uns von der FPÖ, also das sind, ich würde es mal offen sagen, rassistische Hetzer, wenn die dann über den Islam reden. In
einer hetzerischen Weise, dann ist die Reaktion auf der Seite der Wohlmeinenden, der Linken, der Liberalen häufig so, dass die dann sagen, den Islam gibt es nicht. Gemeint ist damit, ja, es gibt sozusagen verschiedene Formen des Islams und es gibt sozusagen, um es jetzt sehr simpel zu sagen, einen bösen Islam, der wird dann Islamismus genannt in der Regel, und es gibt dann auch einen guten Islam. Das Problem ist, dass auch hier wieder, dass wir Wohlmeinenden hier wieder den Rechten auf den Leim gehen, weil wir nicht sagen, hallo, dir geht es ja gar nicht um Religionskritik. Dir geht es nicht um sogenannte Islamkritik. Ja? Denn Religionskritik ist auf der Seite der Menschen. Ja? Religionskritik will die Menschen, ob das nun gelingen mag oder nicht, ja? Religionskritik will die Menschen befreien aus einem unmündigen Zustand, will die Gesellschaft befreien. Das ist zum Beispiel die traditionelle linke Religionskritik, wie sie gemeint war. Und Religionskritik ist nicht Kritik an bestimmten Auswüchsen der Religion, die wir halt Islamismus nennen. Sondern Religionskritik ist eben Religionskritik. Und Religionskritik ist, wie Marx sagt, die Voraussetzung aller Kritik. Und wenn es diese grundlegende Kritik nicht gibt, ist letztlich auch die Emanzipation der Gesellschaft als solche nicht möglich. Das ist die Grundlage und Grundvoraussetzung. Und wenn wir das aufgeben, wir Linke, dann haben wir sozusagen unseren Anspruch auf gesellschaftliche Emanzipation aufgegeben. Das heißt, gesellschaftliche Emanzipation heißt jetzt nicht, dass jetzt alle Menschen ungläubig werden müssen oder so, sondern dass die gesellschaftlichen Strukturen, die Politik, Wirtschaft, das Recht, nicht dominiert ist von Religion. Das ist in Europa weitgehend passiert, aber in Ländern wie zum Beispiel dem Iran, wo ich herkomme, ist die Religion an der Macht. Und ich will hier noch einmal betonen, im Iran ist der Islam an der Macht. Es sind zwar Islamisten, die diese Revolution 1979 gemacht haben, aber was passiert ist nach der Revolution war, dass die traditionelle Scharia Rechtsgrundlage wurde. Und es ist nicht eine islamistische Scharia, diese jahrhundertealte traditionelle islamische Scharia. Um kurz noch zu sagen, wovon hier die Rede ist, wenn wir sagen, die Scharia ist Rechtsgrundlage. Das heißt zum Beispiel, das ist ein Beispiel von Hunderten, dass es im Iran, es gibt Statistiken, offizielle, die in den iranischen Medien im Iran publiziert werden, dass Jahr für Jahr zehntausende Mädchen zwischen 10 und 14 verheiratet werden, mitunter auch Mädchen unter 10. Das wird sogar im Iran kritisiert von den islamistischen Medien dort, aber das ist die traditionelle Scharia. Das heißt, diese simple Formel, diese billige Formel, Islamismus ist böse, ja, und Islam ist so im Kern gut, so einfach ist es nicht. Ja, es ist viel komplexer. Es geht also einerseits um einen reflektierten Umgang mit der Idee von dem Islam, der hier im Westen, sage ich mal, vertreten wird und der auch dann in den Ländern, in denen der Islam tatsächlich die prägende Religion ist, vertreten wird. Jetzt müssen wir aber, glaube ich, genau gucken, was machen wir hier eigentlich als Mehrheitsgesellschaft. Wenn wir über den Islam sprechen, ist es ja oft eine Gleichstellung, Islam ist gleich Kultur. Also wir sagen, die Menschen, die aus diesen Ländern kommen, die gehören dem Islam an und meinen damit aber eigentlich eine bestimmte Art, auch Gesellschaft zu verstehen. Was ist denn das für dich für ein Konzept der Kultur, was wir hier vertreten? Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Also das, was man Kulturalismus nennen könnte oder auch Identitätspolitik, sprich, dass man die Menschen nicht als Menschen ansieht, nicht als individuelle Subjekte, auch nicht als Teil einer Gesellschaft, sondern als Menschen, die Teil sind von Kulturen, und Kulturen werden als unabänderliche, in sich abgeschlossene, manchmal auch reinzuhaltende Einheiten betrachtet. Und das ist sowohl auf der rechten Seite so, denn heutzutage will ja niemand mehr Rassist sein. Ja? Auch die Rassisten nennen sich nicht mehr Rassisten. Sie sprechen nicht von Rasse, sondern von Kultur. Das ist der sogenannte Ethnopluralismus. Aber auch auf der sogenannten linken Seite gibt es diesen Kulturalismus. Zum Beispiel, ich sage ein sehr krasses Beispiel, das uns absurd vorkommen mag, aber das ist real und das ist sehr vielsagend. Es gibt in den USA und in Kanada vor allem, aber es schwappt auch nach Europa, über diese Kritik an der sogenannten Cultural Appropriation, an der kulturellen Aneignung. Gemeint ist, dass wir von Angehörigen einer privilegierten Kultur, dass es uns nicht erlaubt sein soll, sozusagen Kulturgüter von unterprivilegierten, von unterdrückten Kulturen, von Kulturgemeinschaften zu übernehmen, zum Beispiel Dreadlocks. Und das sei dann rassistisch. Und um dieses Beispiel zu bringen, in Kanada, das war 2015, an irgendeiner Universität hat eine Dame seit Jahren Yogakurse angeboten, gratis. Und der Studierendenrat hat massiv dagegen Proteste eingelegt, weil Yoga ist ein Kulturgut einer unterdrückten Kultur, nämlich Indien. Indien wurde eben vom britischen Imperialismus unterjocht und daher dürfen wir das uns irgendwie nicht aneignen. Das wurde dann abgesetzt, dieser Yogakurs. Interessant dabei ist, dass bei uns in Österreich der rechtsextreme Präsidentschaftskandidat Hofer, der im Dezember fast unser Präsident geworden wäre, der hat ein Buch geschrieben vor 2, 3 Jahren,
über Österreich, über die österreichische Kultur. Und da gibt es ein Kapitel, wo drinnen steht, Yoga ist die Unterwanderung der österreichischen Kultur. Das heißt, der Herr Hofer, wenn es in Österreich an irgendwelchen Unis zum Beispiel genau diesen Kurs gibt, der wäre genauso froh darüber, dass es abgesetzt wird wie diese sogenannten linken Studenten. Er sagt zwar, ich will die österreichische Kultur beschützen, die sogenannten Linken in Kanada sagen, wir wollen die indische Kultur beschützen, aber es ist das gleiche Denkmuster, dass Kulturen in sich abgeschlossene Einheiten sind. Und das ist, um es ganz brutal zu sagen, rassistisch. Genau das, ne? Wir machen Kulturen irgendwie als feste Gebilde genau. auf und sagen, da darf sich nichts vermischen. Genau, zumindest genau. in den rassistischen Diskursen. Jetzt ist aber trotzdem die Frage, ne? Warum kommen wir denn dazu, trotzdem Religion mit Kultur gleichzusetzen, wenn wir doch sagen, wir sehen eigentlich, dass es da einen Unterschied gibt und wir gucken als Linke vielleicht auch darauf, dass Islam nicht gleich Kultur ist, aber trotzdem machen es eben viele, dass man sagt, ich rede über den Islam und rede aber eigentlich über eine Kultur. Du bist ja auch Psychoanalytiker. Woher kommt diese Vereinfachung der Welt, auch auf die Weise zu sagen, Kulturen setzen wir mit Religion gleich, was ja aber auf der anderen Seite in Europa auf keinen Fall geschieht, weil da wird nicht von christlicher Kultur gesprochen oder nur noch selten. Ja, da gibt's. Das ist eine Frage, auf die es sicher viele Antworten gibt, die vielleicht letztlich nicht beantwortet ist. Aber ein Aspekt davon, den ich hier also in aller Kürze herausgreifen will, ist genau dieser Aspekt des Rassismus. Das heißt, dass in dem Moment, wo ich sozusagen Religion nicht mehr als Glaubensbekenntnis sehe, als Glaubenslehre und Glaubenspraxis, die einerseits etwas Imaginäres ist, in dem einfachen Sinn, dass es Glaubensvorstellungen sind, ja, wo halt die Gläubigen glauben, dass sie wahr sind und die Ungläubigen halt nicht daran glauben. Auf der anderen Seite hat dieses Imaginäre aber eine massive Realität. Adorno nennt das die Realität des Scheins. Das sind nicht nur irgendwelche Vorstellungen in den Köpfen der Menschen, sondern im Iran zum Beispiel, um wieder darauf zurückzukommen, ist das geltendes Recht und ich bin ihm unterworfen. Das ist sehr real. Das kann mich das Leben kosten, wenn ich mich daran nicht halte. Und da wird dann zwischen den einzelnen Menschen und ihrer sogenannten Kultur nicht unterschieden. Und das passiert aber auch mit der Religion. Ich würde sagen, die treffen sich dann in diesem Ersatzrassismus, dass sich dann eben nicht mehr unterscheidet zwischen einzelnen Individuen und dieser Gruppe, die aber auch oft eine Imagination ist von außen. Und das hat, und darüber könnten wir sehr, sehr lange sprechen, und darüber habe ich auch viel geschrieben, das hat mit dem Thema Identität und Identifizierung zu tun, das in der Psychoanalyse sozusagen ein weites Feld ist und das auch mit asketischen Idealen verbunden ist. Das heißt, ich kann da nur wirklich ein Stichwort dazu sagen, dieses große Thema Identität und Identifizierung, das geht zum Beispiel auch in Bereiche wie im Beruf. Um es sehr plakativ zu sagen, früher haben wir gearbeitet, um Geld zu verdienen, heute verwirklichen wir uns selbst im Beruf. Das heißt, wir sind identifiziert mit dem Beruf. Und das ist sozusagen etwas Asketisches. Und da gibt es sozusagen sehr viele Verknüpfungen auch zwischen diesen asketischen Idealen und Rassismus, auf die ich jetzt nicht so eingehen kann. Es ist auf jeden Fall, um es abschließend zu sagen, unser Reden über den Islam sagt sehr viel mehr über uns aus als über den Islam. Das ist auch das, was mich interessiert als Psychoanalytiker. Was sagt uns unser Reden über Islam, über Kultur, über die sogenannte islamische Kultur, über uns aus und jetzt nicht unbedingt, was ist jetzt der Islam? Nun müssen wir vielleicht an dieser Stelle schon zu den Konsequenzen oder zu den Forderungen daraus kommen. Du hast ein Buch geschrieben, das nennt sich Respektverweigerung, warum man eben andere Kulturen genauso wie unsere eigene nicht respektieren sollte. Wie sieht denn so eine Respektverweigerung aus? Es ist eigentlich viel weniger dramatisch und komplex, als es vielleicht wirkt. Es geht schlicht darum, dass wir die Menschen respektieren sollen und nicht ihre vermeintliche oder tatsächliche Kultur. Das heißt, dass wir mit den Menschen und die Individuen als solche wahrnehmen sollen. Denn Individuum ist geradezu definiert dadurch, dass es, wie Freud sagt, ein Unbehagen hat in der Kultur und an der Kultur. Für uns in Europa, wir nehmen das selbstverständlich in Anspruch, dass wir ein Unbehagen haben zum Beispiel am Christentum historisch und dass wir ein Unbehagen haben an unserer Kultur. Wenn aber jemand aus dem islamischen Raum kommt und sagt, ich habe ein Unbehagen am Islam, dann ist es schwierig. Dann haben wir wiederum ein Unbehagen mit diesem Menschen. Dann können wir nicht, also wir Wohlmeinende, dann können wir nichts mit ihm anfangen, weil wir sagen, ja, es geht ja nicht. Du bist ja, es geht so weit, dass, ich sage ein ganz konkretes Beispiel, voriges Jahr ein iranischer Asylwerber in Deutschland beim Asylinterview angegeben hat, er sei Atheist. Daraufhin hat der Übersetzer sich geweigert, das zu übersetzen. Er hat gesagt, du bist Iraner, also bist du Schiit. Ja, das meine ich mit Respekt. Man soll diesen Kulturen, diesen imaginären Gebilden den Respekt verweigern
und die Menschen respektieren. Das, was du gerade gesagt hast, ist ja vor allen Dingen erstmal auch eine normative Forderung, ne? Den Menschen, das Individuum wieder in den Vordergrund drücken, zu gucken, wie steht eigentlich der einzelne Mensch zu seiner Religion, die ihm so zugeschrieben wird. Jetzt sind wir ja aber nicht erst seit einem Jahr, sondern vielleicht auch schon viel länger in diesem Diskurs auch eine Art von Gefangen. Ne? Wir reden oft über den Islam, in den Medien wird es immer wieder auch gleichgestellt, in der Politik und genauso vielleicht bei uns hier im Programm. Was heißt es denn jetzt, differenziert zu sprechen? Wie können wir aus dieser Selbstauferlegung auch wieder rauskommen, deiner Meinung nach? Also meine Ansprechpartner sind ja, wenn ich so richtig bedenke, in erster Linie die Wohlmeinenden. So, ich denke nicht, dass jetzt, das hat sich auch herausgestellt bei den Reaktionen. Also ich werde jetzt immer von linken und liberalen Gruppen eingeladen zu Vorträgen. Und ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir Linke und wir Liberale zunächst einmal wissen, was wir denken. Ja, es geht ja nicht darum, jemanden der, und es gibt ja auch Menschen, die sich selber, also es gibt ja auch viele, viele Individuen, die tatsächlich mit dem Islam identifiziert sind oder sozusagen voll mit dem Islam identifiziert sind. Das kann man ja überhaupt nicht leugnen. Aber es geht auch darum, dass wir zunächst einmal wissen, ja, welche Haltung nehme ich überhaupt der Religion gegenüber ein. Denn es ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass es Religionsfreiheit gibt bei uns. Das heißt, dass Moslems ihre Religion frei, im Wesentlichen in Europa frei und nämlich viel freier als in muslimischen Ländern, in sogenannten islamischen Ländern, darauf können wir jetzt nicht genauer eingehen, ausüben können. Aber das ist ja nicht das Resultat eines interreligiösen Dialogs, dass sich halt die Kirchenführer und die Führer des Islams miteinander vertragen hätten, sondern das Resultat des Säkularismus. Das heißt, Religionsfreiheit ist nur da möglich, wenn eben Gesellschaft sich von Religion emanzipiert. Und ich glaube, das sollte im Vordergrund sein und eben nicht, wie wir Wohlmeinenden immer wieder versucht sind, so eine Verteidigung von Religion und eine Verwerfung jeder Religionskritik, indem ich sage, ja, den Islam gibt es ja nicht und es gibt sozusagen den Guten und den Schlechten und so weiter. Das mag schon sein. Es gibt natürlich große Differenzen innerhalb des Islam, aber aus einer emanzipativen und linken Sicht sollten wir auch diese kritische Perspektive nicht verlieren. Auf der gesellschaftlichen Ebene, noch einmal, es geht nicht darum, zu einzelnen Moslems zu gehen und zu sagen, du darfst jetzt kein Moslem sein, um Gott. Im Gegenteil, also ich würde dafür kämpfen, dass die diese Freiheit haben, aber natürlich mit der Voraussetzung, dass es natürlich Privatsache ist. Das ist die Grundvoraussetzung. Ne? Ein Aufruf zur kritischen Auseinandersetzung mit jedem, der da sich als Religionskritiker schimpft und dann oft doch gar nicht tatsächlich über das spricht, was er da meint, sondern vielmehr eine Kultur dann in die Kritik nimmt. Nicht nur von rechten Seiten, sondern auch, und das haben wir hier gerade, glaube ich, nochmal rausstellen wollen, auf der Seite der Menschen, die sich als links und die sich als liberal und weltoffen verstehen, die oft rein rhetorisch schon eine Gleichsetzung begehen, die da vielleicht gar nicht sein sollte. Ich möchte noch ein Beispiel bringen, das es vielleicht noch klarer macht, worum es geht. Es gibt immer wieder, spätestens seit Köln 2015-16, von der rechten Seite so einen Pseudofeminismus. Ne? Dass die Rechten dann sagen, ja, wir treten für Frauenrechte rein. Im Grunde meinen sie ja, unsere Frauen missbrauchen wir schon selber, so auf die Art. Aber wenn jetzt jemand dem auf dem Leim gehen würde und tatsächlich glauben würde, dass diese Rechten in irgendeiner Weise eine feministische Position einnehmen, ja, dann könnte dieser fiktive jemand dann sagen, aha, der Feminismus ist also rassistisch, weil die Rechten sozusagen den Feminismus in Stellung bringen gegen den Islam. Und ganz genau gleich von der logischen Struktur ist es da mit der sogenannten Islamkritik von der rechten Seite. Es geht denen überhaupt nicht um Religionskritik, sondern es geht um das rassistische Ressentiment. Denn Religionskritik ist auf der Seite der Menschen in den sogenannten islamischen Ländern. Und die Rassisten, die dann sich als Islamkritiker gerieren, sind gegen diese Menschen. So simpel ist das.